Azov Aindra ist ein adliger, angesehener Abenteurer aus dem Königreich Raestis, des Hauses Aindra und ist damit sogar Lakios Onkel. Das Haus seiner Familie ist seit langem dafür bekannt, machtvolle und starke Abenteurer hervorzubringen. Schon vor ihm gab es welche und auch nach ihm ebenfalls. Aber ein Leben als gewöhnlicher Adliger war ihm einfach zu langweilig. Azov hat seine Familie, seinen Wohnsitz, Prunk und was auch immer noch verlassen, um selber etwas zu verdienen, um Abenteuer zu erleben. Er wollte etwas aus sich machen. Und irgendwie und irgendwo, tut mir leid, dass ich keine bessere Erklärung habe, es gibt einfach keine, zumindest keine offizielle, hat er dann einfach den Pirate Suit Armor of Reinforcements gefunden. Ein Vorfahre seinerseits war ein Mitglied der 13 legendären Helden und war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich im Besitz von diesem Yggdrasil-Item. Es liegt also nahe, dass er die Rüstung und seine Waffe irgendwie hinterlassen bekommen hat als eine Art Erbgegenstand. Mit diesem Item wurde er praktisch unerwartet über Nacht zu einem der stärksten Persönlichkeiten im Reich. Durch diesen Aufschwung ruf er die Rote Träne ins Leben. Als ihr Anführer waren sie eine Zeit lang eine von den einzigen zwei Adamant-Rangteams im gesamten Land und so genoss er natürlich ein sehr, sehr hohes Ansehen. Tatsächlich wurde er sogar für eine seiner Taten zum Ritter geschlagen. Aber das Königreich Raestis interessiert ihn dennoch kaum bis gar nicht. Er wechselte seinen Wohnort ins Arkland, welches unter anderem von Platinum Dragonlord regiert wird. Und bis zu einem gewissen Grad sind sie Freunde oder jedenfalls Bekannte. Azov als Mensch, also persönlichkeitstechnisch, ist sehr, ich nenne es fast schon lebensmüde. Aber mal im Ernst, er bleibt immer ruhig und treibt weiter seine Sachen und seinen Schabernack, auch wenn er mit fettem Abstand, die schwächste Person in diesem Raum ist. Er ist ein kleines bisschen arrogant und leugnen kann man das nicht wirklich. Trotzdem kann er ungefähr einordnen, auf welcher Stärkeskala sich gewisse Leute befinden. Er weiß, wann er fliehen sollte und wann es Zeit ist zu kämpfen, sowie wann es sinnvoller wäre, sich bedeckt zu halten. Manchmal geht er trotzdem zu weit mit bestimmten Aktionen. In der Webnovel wurde er von Gazov sogar als ein Sonderling der Aindra-Familie bezeichnet. Er ist außerdem sexuell, nennen wir es mal, sehr interessiert und fasziniert. Sehr zum Leidwesen von Lakios und anderen. Das hat sich falsch angehört, egal. Nichtsdestotrotz liebt er seine Familie und seine Angehörigen. Ansonsten wäre es ihm niemals in den Sinn gekommen, in ein so gut wie besiegtes Land zu gehen, um zu kämpfen. Es war sogar seine eigene Idee, gegen eins zu kämpfen und er hat Platinum angefragt deswegen. Es war nicht andersrum. Die Initiative ging nicht vom Drachen aus, sondern von Azov. Er hat versucht, Lakios und andere Verwandten davon zu überzeugen, zu fliehen und mit ihm zu kommen. Naja, mit mehr oder weniger mäßigem Erfolg. Gut, seine Fähigkeiten. Unser kleiner Tony Stark hier kann nichts außerhalb seines Anzuges. Die sogenannte Armor of Reinforcements macht im Grunde seine gesamte Stärke aus. Er ist kein Supergenie und alle Klassen, alle Statwerte, alle Skills von ihm sind im Grunde nur auf seine Rüstung zugeschnitten. Ohne diese Rüstung würde ich tatsächlich schon sagen, dass er schwächer ist als Klimp. Aber wenn er sie trägt, ja, dann ist er stärker als Evil Eye von den Blauen Rosen, eine beachtliche Leistung. Seine Armor of Reinforcements ist ein Gegenstand aus Yggdrasil und verbessert seine Stärke einfach mal so auf etwa Level 60. Dabei verändert es jeden Statwert mit der nennenswerten Ausnahme von HP und MP. Mit anderen Worten, diese Rüstung schützt ihn zwar und weist einen Großteil des Schadens dank den defensiven Werten ab, aber seine Leben an und für sich werden nicht verbessert. Eine genaue Angabe von Statwerten von der Rüstung oder von ihm gibt es übrigens nicht. Diese Rüstung kann Gebrauch machen von Stufe 7 Zaubersprüchen wie Chain Dragon Lightning und oder Firestorm. Außerdem kommt zu dieser gesamten Liste noch ein unbekannter Instant Death Zauberspruch hinzu, über die wir so gut wie gar nichts wissen. Jedenfalls hat er das versucht gegen Albedo. Es macht gar kein Damage, es ist einfach nur ein komisches grünes Licht. Alleine damit ist Azov auf der Stärkeskala unglaublich weit oben. Bedenkt man, dass der mächtigste menschliche Magier, Fluda Paradine, bloß Stufe 6 Magie einsetzen kann, ist diese Rüstung von unschätzbarem Wert in dieser Welt. Fun Fact: Nasrik besitzt selber solche Anzüge. Die stärksten Pirate Suits sind ungefähr auf Stufe 80. Also hat Azov trotz allem einen vergleichsweise schwachen erwischt. By the way, wenn man so einen Suit trägt, können zum Beispiel Magier kaum Zauber einsetzen. Es ist eigentlich genau dasselbe wie bei Rüstungen wie die von Momon bei 1. Es ist einfach nicht für diesen Klassenbereich gemacht. Es geht nicht darum.
Mit dem Mecha-Anzug kann Azoth jedenfalls Raketen, Zauber und Projektile verschießen, wie er möchte. Wenn er Mana investiert, sind die Schüsse sogar verzaubert. Allerdings hat Azoth natürlich kaum Mana, er ist ja nur ein schwacher Mensch. Welche konkrete Stufe er selber hat, ist übrigens unbekannt, aber er ist garantiert nicht über Level 20. Zumindest wäre das sehr unwahrscheinlich und mich würde das wundern. Die Waffe, die er besitzt, ist übrigens eine Heavy Machine Gun. Eine Waffe, die ungefähr dasselbe Kaliber wie Shizus Schusswaffe besitzt, nur eher auf die Offensive ausgelegt ist und nicht wie Shizus Knarre vielseitig einzusetzen ist. Da es Yggdrasil-Gegenstände sind, hat es natürlich unbegrenzt viel Schuss, sonst wären ihm längst alle Magazine ausgegangen, schon seit Jahren. Und kleine Randinformation, es sind keine Metallkugeln oder sowas. Was es genau sind, wissen wir gar nicht. Es ist auf jeden Fall, schätzungsweise, meiner Meinung nach, etwas Nachhaltiges oder es verschwindet direkt. Es können auch einfach Mana-Kugeln sein. Kurzum, er ist ungefähr auf dem Niveau des Captains der Schwarzen Schrift, plus minus ein paar Level. Seine Klassen, die wie gesagt seine Rüstung stützen, sehen übrigens so aus. Unbekannt viele Level in Fighter, Sniper und Athletic Master. Doch das war's im Grunde auch schon. Dinge wie Karma oder Stats sind leider nicht bekannt. Doch damit gesagt, vielen vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Schaut doch gerne mal den Videos hier vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao!